Was hat die FDP gegen Elektrofahrzeuge? Wir haben überhaupt nichts gegen Elektrofahrzeuge. Die spielen eine ganz wichtige Rolle im Mix der Mobilität der Zukunft. Hat große Vorteile, was Lärm angeht. Macht auch Spaß, das zu fahren. Aber wir brauchen halt einen Mobilitätsmix. Und wir setzen jetzt halt sehr einseitig auf die batteriegetriebene E-Mobilität. Wir brauchen aber auch Wasserstoff bei den schweren Nutzfahrzeugen. Wir brauchen auch synthetische Kraftstoffe für den Fahrzeugbestand, gerade auch um die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen, brauchen wir Technologieoffenheit.